Die Bitcoin-ETFs verzeichnen massive Nettoabflüsse in Folge, warum ich trotzdem bullisch bin. Wir klären auch die Frage, ob Bitcoin wirklich das Zeug hat, in Zukunft Gold zu überholen von der Marktkapitalisierung. Und warum ich gerade auf das Jahr 2025 so bullisch bin, klären wir im Video. Auch das Verbot der Self-Custody-Transaktion der EU steht im Raum, was ich da mache, wie ich mich da verhalte. Auch da werdet ihr natürlich meine Meinung erfahren. Ihr lasst mir vorneweg sehr gerne einen Kommentar, ein Like da, um nichts mehr zu verpassen. Natürlich auch ein Abo, wie gewohnt nach dem Intro. Peace. Crypto Night, Doe, Mann, ich wache über den Markt und gebe Alarm, doch bekomm nicht gleich einen Herzinfarkt. Analysier den Bitcoin sowie Ethereum. Ich halte es für eine Chance, andere halten uns für dumm. Ja, liebe Freunde, wir gehen direkt rein. Kurzes Update zum Sonntag. Ich war jetzt ein paar Tage unterwegs. Vielleicht ist es dem einen oder anderen aufgefallen. Ja, ich habe mal ein bisschen die Sonne genossen. War ganz nice. Okay, kommen wir zum Thema. Was macht unser Bitcoin momentan? Er konsolidiert und das ist auch gut so. Ich habe in den letzten Videos gesagt, die schon länger dabei sind, dass ich der Meinung bin, dass wir jetzt irgendwann eine Korrektur haben müssen, eine Marktphase, die etwas, ich sage es mal, langweiliger ist, und da ist sie, und ich hoffe auch für ein gesundes Wachstum, dass es erstmal eine Weile so weitergeht, denn nur bullisch nach oben ist nicht gut für den Markt, nicht für den Preis und für ein nachhaltiges Wachstum. Der Bitcoin Fear and Greed Index hat sich auch abgekühlt mit 75. Die Gier ist etwas zurückgegangen, wobei man darf nicht vergessen, 75 ist immer noch sehr, sehr hoch. Und wir gehen kurz auf die erste Nachricht ein. Spot Bitcoin ETFs verzeichnen dritten Tag in Folge Nettoabflüsse. Die Nachricht ist schon etwas älter, also mittlerweile sind es schon über 6 Tage. Die Nettoabflüsse nehmen zu. Die Bitcoin ETFs haben hier Milliardenabflüsse in den letzten Tagen verzeichnet, was auch absolut okay ist, wie ich gerade schon gesagt habe. Wenden sich Goldanleger dem Bitcoin zu, Analyse der ETF Markttrends. Die Gold ETFs verlieren 7,7 Milliarden US-Dollar, Bitcoin-ETFs gewinnen 11,3 Milliarden US-Dollar. Das ist aber eine äußerst positive Nachricht. Man merkt, dass die Leute zumindest, was diese beiden ETFs angeht, doch irgendwo auf Bitcoin-ETFs stehen. Natürlich sind es nicht dieselben Anleger, die in die Gold-ETFs investieren, aber nichtsdestotrotz zeigt es doch einen gewissen Markttrend. Analystinnen, wir gendern, sagen, dass die Goldabflüsse seit April 22 nicht mit den Bitcoin-ETFs zusammenhängen. Die Goldinvestitionen im Allgemeinen bleiben robust. Also Gold trotzdem immer noch das sichere Asset. Und auf diesen Zug springt natürlich auch MicroStrategy CEO Michael Saylor ein, der sowieso ein absoluter Bitcoin-Befürworter ist und immer weiter seine Bestände aufstockt, dafür auch Millionen von US-Dollar Schulden aufnimmt. Michael Saylor prognostiziert, Bitcoin wird wertvoller als Gold. Wir schauen uns das gleich mal an in der Tabelle, wo Bitcoin da steht. Der Bitcoin konnte dieses Jahr bereits deutlich zulegen. Das digitale Gold ist mit seiner Marktkapitalisierung trotzdem noch sehr weit entfernt von Gold. Trotzdem glaubt MicroStrategy-Mitgründer Michael Saylor, dass sich das in Zukunft ändern wird. Vergangene Woche kletterte Bitcoin noch auf Platz 8. Nach Marktkapitalisierung der wertvollsten Assets, hat damit den Schweizer Franken und auch Silber hinter sich gelassen. Momentan sieht es wieder etwas anders aus. Der Gesamtwert von Gold beläuft sich auf 14 Billionen US-Dollar. Das ist schon noch ein langer Weg. Trotzdem glaubt Michael Saylor, dass Bitcoin das in Zukunft schaffen wird. Vielleicht nicht in diesem Bullrun, aber in einem der nächsten, weil Bitcoin einfach das bessere Gold ist, sagt er, für die Menschen gemacht ist. Dezentral und ja, ein freies, unzensiertes Geld bedeutet. Wir schauen uns das Ganze mal an. Laut Marktkapitalisierung Gold, wie gesagt, 14,5 Billionen US-Dollar. Das ist schon krass, gefolgt von Microsoft, da schon 3,1 Billionen US-Dollar. Apple, Nvidia und irgendwann, ich glaube, es gibt bald Geld. Entschuldigung, auf Platz 10 kommt Bitcoin, das bleibt drin, ich versuche so wenig wie möglich zu schneiden. Genau, also haut mir eure Meinung in die Kommentare, was ihr davon haltet. Der momentane Kurs, wenn wir uns das Ganze mal ansehen, wir sind bei 65.000 US-Dollar, das ist alles noch in Ordnung, alles nice.
Da muss man sich überhaupt keine Sorgen machen. Das ist zumindest meine Meinung. Ich glaube schon, dass wir jetzt im Zuge, dass das Bitcoin-Halving in wenigen Tagen, ich glaube, es ist nur noch knapp ein Monat bis zum Bitcoin-Halving. Und ich glaube, dass wir im Zuge dessen schon etwas noch konsolidieren können. Vielleicht auch danach weiterhin noch einen massiven Abverkauf sehen, irgendwo hier unten um die 50, 45.000 US-Dollar. Ist noch mal gut möglich, wäre noch mal ein sehr, sehr schöner Dip, um dann nachzukaufen. Und dann denke ich, dass die Rallye weitergeht. Die Verknappung der Bitcoins auf den Börsen natürlich durch das Halving wird sein Übriges tun. Eventuelle Zinssenkungen der Fed. Ja, die Bitcoin-ETFs, die werden immer weiter ausgerollt. Und dann denke ich, dass sich das Ganze, oder ich hoffe es, dass es sich ziehen wird bis ins Jahr 2025 rein. Vielleicht sogar schon im Jahr 2024, und wir das neue Top von Bitcoin sehen. 100.000 Dollar sind bei mir das absolute Minimum, was der Bitcoin erreichen muss und auch wird. Das ist meine persönliche Meinung. Bitcoin-ETFs könnten durch Kurseinbruch wieder angekurbelt werden. Ja, sagt auch ein Experte, er prediktet hier übrigens auch 56.000 Dollar, da könnte Bitcoin nochmal zurückgehen und da nochmal ein interessantes Niveau für Nachkäufe liefern, sehe ich auch so. Drohender Angebotsschock könnte Bitcoin bis zum vierten Quartal 25 auf 500.000 US-Dollar bringen. Das ist schon wirklich massiv, aber auch hier hat ein Analyst, ähnlich wie ich gerade, argumentiert. Natürlich auch auf charttechnischer Sicht, ob charttechnisch, fundamental oder makroökonomisch, wie auch immer. Wir sind uns alle einig, dass der Bitcoin noch massive Kurswachstüme vor sich hat. Und genau so Wachstüme, sagt man das so. Und genauso verhalte ich mich auch. Ich bleibe entspannt. Ich habe jetzt schon mal nachgekauft in kleinen Tranchen, aber ich glaube fest daran, dass noch ein großer Dip auf uns wartet. Er sagt, dass viele Volkswirtschaften die Zinssenkung vorantreiben werden, dass ja die Zinsen nicht mehr erhöht werden in dem Sinne natürlich, und dass das natürlich positiv ist. Auch der Bitcoin-ETF von Grayscale hat seine erste Hälfte des ETFs-Angebots in 11 Wochen verkauft. Das ist schon Wahnsinn. Also wir bleiben hier alle mal entspannt. Und weiter sagt er, dass das Wachstum oder dass der Bitcoin das Wachstumspotenzial, wenn er die ganzen Sachen vergleicht und analysiert, 2025 auf 500.000 US-Dollar hat. Ein Potenzial halte ich für ein bisschen krass. Natürlich würde ich mich freuen, da wäre ich ja mit meinen 100.000 Dollar mehr als unterbewertet. Aber ich denke, da sollten wir die Kirche ein bisschen im Dorf lassen natürlich. EU verabschiedet Verbot für anonyme Kryptotransaktionen von Self-Custody-Wallets. Und ich sage es immer wieder, wir müssen uns Börsen suchen, die immer noch unsere Freiheit irgendwo garantiert, wo man ein bisschen anonym unterwegs sein kann. Natürlich, das steuerliche Thema ist dann eine andere Sache. Aber jetzt haben wir es schwarz auf weiß. Unter den Gesichtspunkten der Geldwäschebekämpfung hat die EU neue Transaktionen von bestimmten Krypto-Wallets eingeschränkt bzw. gänzlich verboten. Und zwar geht es darum, in einer kürzlichen, erfolgten regulatorischen Änderung hat die Europäische Union beschlossen, jegliche Kryptotransaktionen zu verbieten, die natürlich einen gewissen Wert haben, die über nicht identifizierte, selbstverwahrte Krypto-Wallets getätigt werden. Diese Aktualisierung ist Bestandteil der neuen eingeführten Anti-Geldwäsche-AML-Vorschriften der Region. Natürlich ist es schön, wenn man auf einer Börse ist, die irgendwo reguliert ist, auch in der EU. Aber dann muss man jetzt natürlich mit diesen Nachteilen leben. Bitwabo, Bitpanda, alles schön. Die Börsen habe ich auch genutzt. Habe ich auch immer noch Kryptos liegen. Aber ich gehe immer weiter weg zu Bitget und Pionex, weil die einfach für mich ein umfassendes Angebot bieten und natürlich auch ihren Sitz nicht in der EU haben. Ja, sorry, ist leider so. Wenn ihr da Bock drauf habt, nutzt gerne die Links unten in der Videobeschreibung. Ihr spart dann noch mal ein paar Prozente auf die Tradinggebühren auch. Natürlich könnt ihr da auch Trading-Bots nutzen. Gerade auf Pionex und Bitget sind die sehr, sehr beliebt und einfach. Und mit meinen Prozenten, was ich sagen wollte, zahlt ihr so gut wie gar nichts. Also checkt die unten mal ab. Dabei ist Dr. Bayer, einer der beiden Abgeordneten, also nur zwei haben dagegen gestimmt, die sich gegen diese Zustimmung ausgesprochen haben, der Meinung, dass das auf jeden Fall kein guter Schritt ist. Das bedeutet Krieg gegen das Bargeld und die schleifende finanzielle Entmündigung.
nicht mit uns. Naja, schauen wir mal. Aber es ist nun mal beschlossen. Die jüngste Änderung zur Bekämpfung von Geldwäsche verbietet ausdrücklich bestimmte Bargeldgrenzen für Bargeldtransaktionen und anonyme Zahlungen in Kryptowährung. Nach diesen Vorschriften gelten Bargeldtransaktionen über 10.000 Euro und anonyme Barzahlungen über 3.000 Euro zukünftig als illegal. Über 10.000 Euro kannst du ja sowieso kannst du nichts mehr machen und ab 3.000 Euro muss musst du quasi sagen, wer du bist, musst das Ganze offenlegen. Grundsätzlich funktionieren viele Kryptonetzwerke in erlaubnisfreien Umgebungen, die es jedem ermöglichen, einen kryptografischen Private Key zu erstellen und uneingeschränkten Zugang zum System zu gewähren. Diese Eigenschaften stehen im Mittelpunkt des Grundprinzipien der Kryptowährung. Genauso ist es. Aber gerade der Kryptosektor, in dem wir uns bewegen, der hier auf Privatsphäre und Dezentralisierung ausgelegt ist, ist das ein Nackenschlag. Okay, liebe Leute, lasst euch das mal durch den Kopf gehen. Wie gesagt, BitGet, Pionex, Links sind unten in der Videobeschreibung, würde mich natürlich freuen, damit unterstützt ihr auch mich. Und wenn wir uns nochmal kurz BitGet ansehen, weltweit größte Copy-Trading-Plattform, sehr gutes Angebot an Kryptowährung, niedrige Handelsgebühren, ein Minuspunkt ist unklarer Regulierungsstatus. Natürlich, damit muss man sich dann auseinandersetzen, findet man das gut oder nicht. Mindesteinzahlung 1 Euro, Gebühren 0,0125, wie gesagt. Mit meinem Link spart ihr dann nochmal. Und der Firmensitz ist, wie hier geschrieben, in Singapur. Lasst mir eure Meinung zum Video da. Habt einen schönen Sonntag. Wie gesagt, um nichts mehr zu verpassen, Sachen Kryptowährung, um bestens informiert zu sein, Handelsstrategien, was ich kaufe, wann ich verkaufe, meine Exit-Strategien erfahrt ihr auf meinem Kanal. Also lasst sehr gerne einen Kommentar, ein Like und natürlich ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Peace. Drum hinterlass ein Like und auch ein Kommentar. Lass meine Glocke klingeln, so wie bei einem YouTube-Star. Crypto Night Doll, für euch bin ich nachtaktiv. Bleib up to date, denn jeden Tag geht etwas schief.